sind wir wieder. Wir wollen heute mal wieder was zaubern und zwar amerikanische Pancakes. Genau, amerikanische. Kleine. Amerikanische Pancakes, das sind kleine Pfannkuchen. Genau, der Tim hat Lust auf Pfannkuchen, dann machen wir das jetzt. Und danach machen wir noch Apfelbrei. Genau, das möchte er gerne dazu essen. Die Äpfel stehen schon da hinten geschnitten, das könnt ihr nicht sehen. Das haben wir schon vorbereitet, das möchte er gerne dazu. Wir legen auch direkt los. Und zwar brauchen wir für unseren Teig 3 Eier. 3 Eier, was noch? Stopp, langsam. Was ist das? Mehl, Zucker, Salz. Joghurt. Und? Backpulver. Backpulver. Genau. Und dann legen wir los. Wir geben, unser Mixtopf ist jetzt schon ein bisschen eingestaubt. Wir haben gerade schon Puder und Vanillezucker gemacht. Jetzt geben wir die 3 Eier rein. Müll brauchen wir nicht. Ja. Ihr seht, dass wir die Eier rein. Die Eier rein. Genau. So, jetzt 3 Esslöffel Zucker. Okay. Warte? Nee, brauchen wir nicht. Wenn du 3 Esslöffel steht da. Genau so, 3 Stück von denen. 1. Eine Prise Salz, aber nicht mit dem Löffel, das macht ja dann das Messer. Die gebe ich rein. Rohe Eier. Nein, nein. So, Salz. Der Tim darf jetzt einstellen. 5 Minuten. Da muss er erst auf Minus und dann auf Plus, bis da eine 5 steht. Jetzt haben wir den Schmetterling vergessen, also man soll den Schmetterling einsetzen. Das machen wir jetzt auch. Schmetterling drauf. Ihr kennt ja den Trick mit dem Messbecherchen, wenn er jetzt so rum, wie er eigentlich drauf soll, nicht mehr passt, dann ist der Schmetterling drin. Das heißt, wir dürfen nicht über Stufe 4 drehen. Hier im Rezept steht 5 Minuten Stufe 5, das ist natürlich Quatsch, wir drehen auf Stufe 4. Mama, das muss so sein. Ja, aber so passt es ja jetzt nicht. So rum und jetzt auf Stufe 4. Das macht der Tim und dann sehen wir uns, wenn es soweit ist. Unsere 5 Minuten sind um. Jetzt tun wir den Schmetterling raus. Nein geworden. Kann ich mal probieren? Nee, noch nicht. So, du darfst dann probieren. Jetzt geben wir dazu 100 Gramm Milch. Das darf der Tim reinschütten. 100 Gramm. Die ganze Tasse? Ja, die ganze Tasse. Kann ich jetzt mal probieren? Nee, auch noch nicht. Jetzt ist Backpulver. Alles, die ganze Tüte. Jetzt musst du mal die Waage drücken, bitte. Jetzt brauchen wir 150 Gramm Mehl. Okay. Warte, bis wir drüber sind. Okay, jetzt rein mit dir. Nochmal so viel, warte. Noch vieler. Nochmal so viel. Und dann sind es 100 Gramm, 100. Sind's 130, jetzt fehlen noch 20 Gramm, bis die zweite Zahl eine 5 ist. So, stimmt, es ist eine 5. Schau, ist eine 5. So, und jetzt brauchen wir wieder die Waage, bitte. Kann ich den ganzen Körper machen? Das Joghurt, Tim. Drück mal fest die Waage. 200 Gramm. Da muss hier noch was übrig bleiben. Warte, ich halte es und du machst. Warte mal. Du bist dran mit dem Finger. Das kann sogar sein. Okay, weiter. Guck. Ja. Die ganze? Noch weiter, bis ich Stopp sage. Stopp. So, 200 Gramm Joghurt. Der Tim liebt sogar Naturjoghurt. Den isst er wirklich auch gerne.
So, das Ganze wird jetzt so lange verrührt, bis sich ein dickflüssiger Teig gebildet hat. Dann kann ich den Joghurt leer essen. Warte doch mal, Schatz. Das machen wir jetzt auf Stufe 4. Verrühren wir es einfach mal so 10 Sekunden. Dann gucken wir rein. Hier im Rezept steht, wenn es jetzt noch zu dickflüssig ist, dann einfach noch einen Schuss Milch hinterhergeben. Das gucken wir uns jetzt aber gleich an. Pancake-Teig an sich ist auch recht dickflüssig. Das sieht auch gut aus. Ich denke, dass das in Ordnung ist. Jetzt haben wir sogar schon 19 Sekunden gerührt. Jetzt darfst du einmal probieren. Ah, nicht so viel. Doch. Nein. So. Ihr seht unser Teig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Apfelbrei machen. Bis gleich. Sagst du auch bis gleich? Bis gleich.